Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Astreiter. Wir sind in Folge Nummer, glaube 46 von Astronia. Ich bin schon zurückgeflogen, wir sind wieder auf Silvia und ja, wir haben die Rakete hier stehen, die muss ich noch entladen und dann packen wir hier noch ein paar andere Dinge vielleicht rein, die wir mitnehmen. Und dann gucken wir, das war diese Unterkunft, ist das hier, glaube ich, ne? Feldunterkunft nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier ist ein Dingens Triebwerk dran, das können wir dann ja auch mitnehmen und dann können wir schauen, wie wir die Sachen hin und her kriegen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's weiter. Bis gleich. So, der Dralo hatte mir auch geschrieben, ne? Er hatte dann gesagt, ja, ich soll doch mal gucken, wie viel Punkte ich nachher hier kriege für die Forschung. So, jetzt nehmen wir das mal ganz raus. Und ja, da müsste Sauerstoff rein, aber ich glaube, das brauchen wir da jetzt nicht reinmachen, weil die steht ja auf einem anderen Planeten. Jetzt würde ich sagen, den Harz bauen wir auf jeden Fall hier rüber erstmal irgendwo hin. Und das Wolframit ist ja jetzt unser wichtigstes Ziel, was wir mitgeholt haben. Da ging es ja jetzt darum, glaube ich, das Chimelabor zu bauen. Und dann packen wir das mal hier gerade um. Da ist noch einmal Harz dran, welches wir ja mitgenommen hatten. Das passt da noch dran. Dann geht der da, nee, noch nicht wieder rein. Weil wir werden erstmal hier Feststoffstubdüse. Ich glaube, wir haben hier noch Flüge dran. Das, nee, Kraftstoff ist 0, Starts ist 0. Dann haben wir da noch nichts mehr dran. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mit hier. Und da muss ich die entpacken. Warte mal, wenn ich da reingehe, hat man mir gesagt, dann kann ich sehen, wie viel wir noch haben. Und wir haben 0. Kraftstoff 0, Starts 0. Gut. Das bedeutet wieder runter. Und den entpacken. Und dann können wir den da dran machen, ne? Ne, da nicht. Wieso snappt er da nicht rein? Habe ich doch noch was falsch verstanden? Muss ich da erst was abbauen? Ist das Schrott? Warte. Sieht so aus, ne? Ausschlachten kann man das, okay. Wo ist die richtige jetzt? Oh, wo ist die jetzt gelandet? Hier rechts. Gut, das hat geklappt. Den nehmen wir wieder mit, weil den können wir dann wieder vollladen, ne? So, und jetzt müssten wir was bauen. Feststoffschubdüse war hier, Aluminium und Ammonium. Vielleicht sollten wir die schon mal in Auftrag geben. Aluminium und Ammonium finden. Kohlenstoff. Aluminium müsste hier sein, oder? Ja. Und Ammonium hatten wir auch hier irgendwo, da rechts. Und dann da einmal rein und ja, bauen, bitte. Gut, und dann war das hier, oder wo war die Geschichte mit dem große Plattform? Nee. Chemielabor, da ist es. Glas, Keramik und Wolfram. Wolfram? Ah nee, das müssen wir erst hier reinballern. Na komm, dann kann das da auch alles rein. Da sind ja noch mehr, ne? Und einer ist da noch. Gut. Das ist erstmal gut. Hier geht die Batterie leer. Glas, Keramik. Ist das hier Keramik? Ja. War hier war er. Jetzt brauchen wir noch ein Glasteil. Das müsste das da sein, oder? Ja. Und dann müssen wir noch ein Wolfram mit haben. Wolfram haben. Da ist er. Und unser Labor kann gebaut werden.
Das war falsch. Das ist richtig. Und bitte bauen. Tiefer Graben steht da jetzt. Neue Mission. Untersuchen. Veredle Wolfram zu Wolfram B zu Wolfram haben wir gemacht. Gibt es auch ein paar Forschungspunkte für. Sehr gut. Und wir kriegen schematisch das Flutlicht. Auch sehr gut. Gefüllter Speicherdruck und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Okay. Da fehlt uns immer noch das Dynamit. Vielleicht haben wir jetzt die Forschungspunkte dafür, aber platziere Unterkunft auf anderen Planeten, platziere Landeplattform auf anderen Planeten. Die müssen wir dann auch noch bauen. Und finde Fahrzeugdatenschreiber auf Desolo, zerstöre Datenschreiber, hol dir einen Exoship. Was war mit dem Terrarium? Statte ein Terrarium mit Erde aus. Statte ein Terrarium mit Zink aus. Statte ein Terrarium mit Hüpfrankensamen aus. Okay. Jetzt müsste ich Erde da reinmachen. Terrarium habe ich ja da, ne? Leeres Terrarium, ja. Jetzt müsste ich nur gucken. Ja, Erde habe ich ja im Rucksack, ne? Dann können wir den ersten Schritt doch schon machen. Erde. So, das ist erledigt. Reichte das dann? Also mal gucken. Achso, dieses Ding müssen wir hier noch verschrotten, ne? Hatten wir doch hier auch irgendwo das Teil, ne? Kann ich das verschrotten? Gute Frage, ne? Ja, das klappt wieder nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ausschlachten. Dann verstehe ich wieder nicht, wie das geht, ne? Weiß ich noch nicht. Labor wird gebaut. Wir haben da oben schon das drin. Ach, eine Landeplattform sollten wir noch bauen dann. Warte, müssen wir die erst forschen? Ne, das war falsch, das ist richtig. Ein Ebnungsblock. Also, wir haben ja jetzt hier Punkte gekriegt, ne? Warte, da war ein tragbarer Sauerstoffmacher. Okay, den könnte man noch erforschen. Will ich jetzt aber nicht, weil auch sehr teuer. Arbeitslicht, Leuchtstäbe, Flutlicht. Das hatten wir so gekriegt, glaube. Kleine Windturbine. Wo finde ich denn jetzt hier den, das Dynamit brauchte ich. Da war's. Das forschen wir jetzt gerade. Und neue Mission, Potenzial freigeschaltet. Okay. Das Dynamit und neue Mission, knacke Koffer. Okay. Gehen wir hier nochmal reingucken. Weiter Entdecker-Kit. Das ist erledigt. Jetzt habe ich das QTRTG6 bekommen. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Okay, Fortschritt vorwärts. Landeplattform brauchen wir noch. Und wo ist jetzt mein Dingens gewesen? Ah, da ist das Terrarium. Statt ein Terrarium mit Zink aus. Jetzt brauche ich noch Zink. Zink, 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 Zink. Haben wir Zink hier? Wie sah Zink aus? Das war Aluminium, ne? Das ist Zink. Kommt da auch noch hin? Gut. Und wie hießen die anderen Hüpfpflanzen da? Pflanzen habe ich nur hier. Sind die das? Ne, leider nicht. Die muss ich dann wohl noch finden, ne? So, was haben wir hier gebastelt jetzt? Feststoffdüse. Okay, die haben wir jetzt zusätzlich gebaut. Komm, die bauen wir da mal rein. Falls irgendwas schief läuft, dann kommen wir irgendwo anders weg. So, und jetzt haben wir hier das Chemielabor auspacken. Ja, aber nicht hier. Da vorne ist noch so eine schicke Plattform, die wir nicht benutzen gerade. Quarz. Können wir das irgendwo da hinpacken? Ja.
Das auch noch irgendwo da bitte hin. Ja, geht auch. Und noch das Graphit hier hin. Können wir das jetzt dann auspacken? Auf jeden Fall können wir das auspacken. Das können wir hier hinpacken. Chemielabor. So, das untersuchen wir jetzt mal. Warte, was steht da zur Kombination zusammengesetzter Ressourcen aus Veredelung und atmosphärischen? Okay. Gummi kriegen wir dann aus organischen Ressourcen und Harz. Kunststoff aus Kohlenstoff und Gemisch. Okay, das haben wir dann schon mal geklärt. Jetzt müssen wir Kunststoff und Gemisch. Gemisch haben wir hier. Das kommt da schon mal dran. Und Kohlenstoff war das weitere. Das war Zink. Kohlenstoff habe ich aber eben auch schon irgendwo gehabt. Ja. Muss hier irgendwo gewesen sein, oder? Da ist es. Kohlenstoff. Und dann kriegen wir das erste Plastik. Nochmal. Also muss ich hier drücken. So, jetzt wird das laufen. Keine Ahnung, wie lange. Läuft auf jeden Fall. Gut, okay, das haben wir dann auch erwischt. Erwischt ist gut, sondern erledigt. Dann müssten wir gucken, wie wir weiterkommen, ne? F-Unterkunft. Landeplattform brauchen wir jetzt auf einem anderen Ding. Das müssten wir jetzt erstmal schauen, dass wir die gucken, wo die ist. Wo kann ich die machen, ne? Ich schätze mal, das muss hier wenigstens das sein, oder? Eigentlich. Schredder. Ah, warte, der Schredder, der ist bestimmt das, was wir brauchen, ne? Fertig, Materialien zählen. XL-Sensorbogen. Oh, da gibt es ganz viele Sachen. Großer Sensorring. Keine Ahnung, was das jetzt alles ist. Boah. Extra großes Lager. Großer Rover, Landeplattform, da ist er. Kostet 750, wir haben nur 77. Ach so, wir müssen auch noch was im Rucksack haben, ne? Fällt mir gerade so ein. Das, was wir auch noch auspacken müssen, ne? Der Ofen geht schon. Das ist das Mineral. So, der Rest ist okay, den brauchen wir erstmal nicht. Den müssen wir jetzt auspacken. Dann packen wir den natürlich hier rein, ne? Und dann müssen wir gucken, wie wir da rauskriegen oder wie wir das. Da. Schnell reingeguckt. Nee, Quatsch, hier reingeguckt. 78 Points haben wir hier. Gucken wir mal, wie wir da rauskriegen. Läuft der schon? Nee, kein Strom da. Jetzt müssten wir mal gucken, dass wir hier Bio-Zeug kriegen, ne? Hier ist noch eine neue Forschungsprobe. Und wo ist hier Bio-Zeug? Hier ist Bio-Zeug. Ich weiß gar nicht, ob jetzt der Dingens an ist oder nicht. Ich hoffe, er ist an. Ne, ist er nicht. Aber wenn ich nur so ein bisschen antippe, passiert nichts. Geht der Boden nicht kaputt. Ja, ich weiß, dass du keinen Sauerstoff mehr hast. Deswegen sind wir ja auch ganz schnell hier unterwegs, um dann wieder zurückzulaufen. Wir haben schon zwei zusammen, das reicht. Okay. Einmal wieder an die Sauerstoffversorgung. Da ist eine Pipeline. Ja, du wirst jetzt schon ganz schwach werden, ich weiß. Ah. Gut, dass der Sauerstoff wieder da ist. Großer Drucker. Rucksack. Drehen. Strom dran machen. Und wenn ich jetzt hier hingehe und F drücke, dann ist der an, ne? Genau. Und hier haben wir noch einen und wir hatten noch zwei, ne? Oder? Ja. Gut. Strom läuft. Wegstecken brauchen wir nicht.
Batterie wird auch geladen, sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist noch was dran, aber da liegt bestimmt auch noch irgendwo ein Paket drauf, oder? Hat man nicht eben was gekriegt, so ein QRT oder sowas? Okay, weiß ich nicht, wo der jetzt liegt. Ist der das da schon? Ah, da ist er schon. Ich wusste gar nicht, hat das noch einer? Oder? Stromgenerator-Gegenstand. Sehr interessant. Und wo muss ich den jetzt anschließen hier? Shit, jetzt habe ich ja nichts zum Anschließen gerade. Kann ich den hier irgendwo anschließen? Bestimmt, ne? Ich hoffe, der verbraucht sich nicht, ne? Ich habe nämlich keinen blassen Schimmer, wofür es gut ist oder nicht gut ist. Aber irgendwer sagt mir das und schreibt mir das in den Kommentaren. Kenne ich doch. Kann ich das untersuchen? Langlebige Energiequelle, die kein Treibstoffmanagement benötigt. Erhältlich als Belohnung von Exomodynamics oder seltenen in Wracks gefunden. Erzeugt einen ES-Stromgenerator-Gegenstand. Okay. Ja, dann ist das ja schon mal was, ne? So, Terrarium, da brauchen wir noch das Viech dafür, das Gewächs dafür, dann passt das, ne? Und was hat er jetzt noch für eine Botschaft für mich? Da waren ja noch ein paar Sachen, die dann da besser waren, wahrscheinlich. Schaufelgummi oder Kunststoff habe ich gemacht, kriegen wir auch eine Belohnung für 500 Erfahrungspunkte. Den Kanister sollte ich noch drucken. Platzierung Unterkunft auf einer, da müssen wir noch die Forschungsstation machen. Entsperre 100 Schemata im Katalog. Okay, wir haben 52. Finde Fahrzeugdatenschreiber auf D-Solo. Okay, das war auch jetzt nicht so das Ding, was ich jetzt hier sofort drin haben müsste, ne? Das können wir erstmal rausnehmen und das können wir auch rausnehmen. Das erfüllt sich ja von selber irgendwann nebenbei. Das ist gut. Den müsste ich eigentlich auch noch haben. Das Terrarium. Da brauche ich noch dieses Hüpfrankensamen. Malachit sammeln. 3 Stück. Ja, das ist ja nicht so schwer eigentlich. Finde und sprenge einen Exokoffer. Da brauchen wir jetzt Sprengstoff. Gut, Sprengstoff war hier zu finden, ne, oder? Poweranpassung, da ist das Dynamit. Achso, das kann ich schon, habe ich ja gemacht. Kann ich das im eigenen Rucksack machen oder wo kann ich das machen? Ne, das war falsch. Q war richtig. Kleiner Generator, Leuchtfeuer, Arbeitslicht, Sauerstofftank, Energiezellen, kleine Batterie, Stromverlängerung, Boostanpassung, breite Anpassung, Hämmer. Da ist es Dynamit. Was wollte denn das Dynamit haben? Sprengpulver brauche ich. Und das wird wahrscheinlich da hinten im Dingens konstruiert, ne? Gucken wir gerade noch rein. Sprengpulver geht bestimmt im Labor. Sprengpulver braucht man Kohlenstoff und nochmal Kohlenstoff und Schwefel. Ja, gut. Kohlenstoff ist kein Ding. Schwefel weiß ich jetzt nicht, ob wir das schon haben. Ammonium, nee. Aber ich sag mal, wir sind auch schon ein ganzes Stück unterwegs. Wir machen erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keinen Akku habt, ne? Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocken an, kriegt damit, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.